MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Jo, wir sind auf dem Club-Tour-Account. Und ja, da wisst ihr ja, wir haben da so ein kleines Squad gebildet. Und zwar vom 1. FC Köln. Und ja, ich bin mal sehr gespannt, wie sich die Jungs so spielen lassen. Es sieht nicht schlecht aus, muss ich sagen. Ist zwar nicht meine Lieblingsformation, aber naja, wenn die einigermaßen solide spielen, dann sollte das vielleicht zum Sieg reichen hier. Wäre ja mal ganz schön. Ich meine, eine richtige Schwachstelle kannst du höchstens im ZOM ja sozusagen ausmachen, weil der Zoller halt eigentlich ein Stürmer ist und eigentlich ganz und gar nicht so toll passen kann. Aber man sollte die Werte ja sowieso nicht so überbewerten. Ich meine, manchmal hast du ein Team, das sieht so krank aus von Werten her. Das spielt wie ein Stück Scheiße. Und dann hast du ein Team, was, naja, aussieht. Und das spielt dann richtig geil. Deswegen von den Werten sollten wir uns jetzt mal nicht so blenden lassen. Und erstmal selber schauen, wie sich die Jungs so spielen. Ich meine, in einem Spiel kann man prinzipiell sowieso noch kein Team bewerten. Aber da ich vielleicht bis zum Ende von FIFA 15 auch einige Ligen durchhaben möchte, also jetzt nicht nur die Bundesliga, muss es halt aktuell so sein, dass jedes Team wirklich nur ein Spiel Bewährungsprobe hat. Weil einige haben auch gesagt, yo, mach doch einfach 5 Spiele und schneid die dann auch noch zusammen. Ich meine, wenn meine Tage 48 Stunden hätten und ich nicht normal arbeiten würde, okay, dann könnte man da vielleicht was machen. Aber das ist leider nicht der Fall und so geht das zeitlich einfach überhaupt nicht. Ist einfach nicht möglich, sonst würde ich es natürlich gerne machen. Natürlich so 5 zusammengeschnittene Spiele, ja, die wären dann natürlich ein bisschen aussagekräftiger, aber wie schon gesagt, das passt zeitlich einfach überhaupt nicht. Wenn ich täglich 3 bzw. 2 Videos bringe, wenn ich streame, ja, ich will gerne das Heimtrikot verwenden. So, wir haben den Gegner gefunden und wir spielen gegen Too Cheap. Okay, ist ihm anscheinend zu günstig. Ja, französische Liga-Team, beziehungsweise nur Franzosen. Aber trotzdem auch französische Liga alle. Yep. Ja, sieht nicht schlecht aus, ne? Mollo und Hamouma sind es, glaube ich, über die Wings. Ben Yedda vorne drinne. Ist er doch, oder? Gorkyf. Wen hatten wir da noch? Gonalons hat er, glaube ich, Umtiti. Da kennt man die meisten von. So, dann wollen wir mal gucken. Ich versuche jetzt, so, jetzt ist alles eingestellt. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie das hier so läuft gegen den Herrn. Haben wir. Zu easy war das Ding. Das war nicht zu billig, sondern zu easy. Ucha und da vorne. Da ist der Patrick. Da ist der Patrick. Der nimmt den Ball gut mit. Boy. Bajuka, den musst du machen, Hemi. Hemi vor allem. Helmi. Ah, scheiß, die war. Woppa, den habe ich überhaupt nicht gesehen. Hat er klasse gespielt. Den habe ich überhaupt nicht gesehen. Was man sich da jetzt vielleicht fragen muss, muss der Abwehr, der Außenverteidiger nicht hinter Mann stehen. Aber ehrlich gesagt, ist das einfach gut gespielt vom Gegner. Und das ist echt mal eine Situation zum Diskutieren. Ich meine, es gibt jetzt wieder die Kleidig, den verteidigt. Aber mal ganz im Ernst, in der Situation, wo man gerade hinter der Mittellinie ist, fokussiert man sich ja eher so ein bisschen auf die Zentrale und ja, darauf dem Gegner den Ball abzunehmen. Aber da wäre ich jetzt mal so ganz und gar nicht drauf gekommen, ja, dass der da vorne irgendwie den Ball durchstecken könnte. Ich dachte schon, okay, er hat mich gefoult. Ich dachte schon, ich kriege jetzt hier so ein Dreckstor wieder. Freistoßgenauigkeit, weil heißt ja nicht, dass er es am besten kann. Nee, kann er nämlich auch nicht. Der Risse kann es einen Ticken besser. Ist zwar immer noch schlecht, aber ein Ticken ist es besser. Und deswegen werden wir den jetzt mal schön. Ah, der ist zu locker. Kam aber immer noch gefährlich. Na, kein Eckball. Ich dachte, der wäre noch dran gewesen. Naja, lassen wir uns davon jetzt aber nicht unterkriegen. Ich meine, das war einfach schön gespielt. Und das war bestimmt so von ihm geplant. Also, wen will er da auch sonst anspielen? Das hat er schön gemacht und deswegen kriegt er da von mir eine Plusnote. Und das hier ist schon wieder kein Anfänger, definitiv nicht. Ich habe es mir schon gedacht, wo ich das Team gelesen habe, Too Cheap und sowas, ne? Und ja, das ist kein Anfänger, aber das heißt ja nicht, dass wir das Ding nicht trotzdem noch schippen werden. Ich meine, wir sind ja auch kein Anfänger. Das sollte man vielleicht immer mal so im Hinterkopf behalten, Mr. Massive. So, Small... Irgendwas heißt er. Es
gibt ja einige, die sich gerne mal so einen neuen Account machen, läuft irgendwie überhaupt nicht mehr, man kriegt nur noch auf die Fresse. Gibt es ja auch bei mir, dass da mal ein neuer Account erstellt wird. Und ich muss sagen, ja, nach vorne kombiniert er ganz gut durch. Und ja, da habe ich so meine Probleme. Da sollte er erstmal nicht hin. Und da sollte er auch erstmal nicht hin. Ja, zweimal falsch gekommen. Der zweite sollte dann natürlich vorne durch. So, da wartet er wieder ab, bis er durchstecken kann. Deswegen muss ich aufpassen bei ihm, dass ich mir hier nicht zu krass die Leute rausziehe. So, steckt er nochmal hier rüber. Nochmal einen rüber. Und da haben wir abgefangen. So, ich glaube aber, wir können durch Konter... Das ist der Zoller, der ist nicht langsam. L2, R2 Dribbling. Und jetzt kommt die Flanke und da ist er natürlich noch dazwischen. Hat er gut hier abcontained. Ja. Ja, nein. Kabai. Der Johann. Ich muss mich hinten ein bisschen mehr zusammenreißen. Vorne kommen wir schon noch zu Chancen. Weil ich glaube, da ist er zu holen. Da steht er jetzt nicht so sattelfest, wie man das gewohnt ist. Ich bin aber gerade am Überlegen, ob ich vielleicht die Formation ändern sollte. Und zwar jetzt gleich schon. Nicht erst, wenn ich 2-0 hinten liege. So. Ja, zieh durch. Ja, da sind wir zu langsam hier mit dem Hector. Der Jalé ist jetzt auch nicht der Allerschnellste. Woppa. Und das ist kein Foul. Ja, leck mir die Eier. Anscheinend nicht. Haben wir schön abgefangen. So. Oh. Wollte ich mit dem Uca nochmal durchstecken und es war anscheinend schon wieder faul von uns. Naja, das ist schon wieder so ein Spiel, da denke ich mir, ist klar, Kollege FIFA. So, bring das Ding nach vorne, hier nochmal einen nach vorne, nochmal einen rüber und nochmal nach vorne und jetzt nochmal abgelegt. Oh, wohin, Uca? Den wollte ich natürlich nochmal nach außen legen, weil dann hätte Uca vorne frei durchrennen können. Aber jetzt kann er vorne frei durchrennen. Ah, mh. Ah, mh. So, hier nochmal nach außen. Gehen wir nochmal nach innen? Nee. Geht er aggressiv drauf hier, der Kollege. Komm, hol dir das Bällchen. Muss schneller gehen, muss schneller. Woppa. Da hat er wahrscheinlich noch das, wo er rumgerannt ist, das X angenommen. Da wollte ich natürlich nicht sofort werfen. Ja, ich muss jetzt mal hier draufziehen. Ich meine, wir haben ja da vorne noch ein paar Leute stehen. Aber er ist anscheinend relativ schnell mit dem Gokhüf. Obwohl er eigentlich gar nicht so schnell ist. Schön hier vom Vogt. So, hier vorne mal auf dem Uca durch und jetzt gehen wir mal hier ein bisschen auf die Reise. Uca! Oh. Ja, nein. Ja, er spielt schon sehr ballsicher, muss ich sagen. Na, manchmal kann es natürlich auch gefährlich sein, was er da gemacht hat, aber er hat es eigentlich so ganz gut gemacht. Können wir ihn nochmal durchstecken und da kommt der Zoller nicht durch. So, aber wir werden nochmal durch seine Abwehr kommen, nur womit ich Probleme habe, ist eventuell die Abwehr, dass wir da noch einen fangen, deswegen will ich als die Formation umstellen, aber irgendwie denke ich mir dann auch, nee, lass es nochmal, das müsste Abseits sein, wenn er darüber spielt. Vogt, erst schön, aber zu behäbig, das ist manchmal das Problem, wenn die Spieler zu dick sind, er ist ja jetzt schon relativ groß. Dass sie dann zu behäbig sind. Sie kommen zwar dann zu Balleroberung. Uca jetzt ist auch nicht der Allerschnellste. 77 oder sowas rum. Zieht auch zwei Leute auf mich drauf. Ich denke mir echt manchmal, das können doch keine Liga 10 Leute sein. Da habe ich in der Liga 1 manchmal Schwächere gehabt. Na gut, eher Liga 2. Liga 1 jetzt vielleicht nicht unbedingt. Zoller, Schusstäuschung, Zoller. Den macht aber auch mal 10 Zoll übers Tor drüber. Schade. Naja, 10 Zoll, gar nicht mehr so viel. Hüp, hüp, hüp. Ich glaube, 1 Zoll sind 1,37 Zentimeter. Ist das richtig? Wahrscheinlich nicht, aber habe ich irgendwie gerade im Kopf. Ein bisschen zu planlos hier gespielt. Einfach den Lobpass vorne auf Uca. Sollte ich vielleicht mal ein bisschen so, ja, mehr überlegen spielen wie er hier. Wo ist der Ball? Gut, bei ihm. Geste drauf, Geste drauf, geht er nicht. Und das ist jetzt da 2-0. Und das ist definitiv kein Liga 10 Gegner. L2, R2 Dribbling etc. Nee, die Abwehr ist schon ziemlich klobig, muss ich sagen. Also ich weiß gar nicht, ob ein Innenverteidiger von mir schon Zweikampf gewonnen hat. Der Wimmer, der steht da einfach nur mit den Händen in der Kippe. Nee, ehrlich gesagt nicht gut. Und ich muss jetzt auch umstellen, wenn ich hier noch irgendwas holen will. Ärgerlich, aber es ist so.
So. Ja, machen wir das hier. Dann gucken wir mal. Uca und Helmes. Ich glaube, ich mache mal den Zoller. Den mache ich mal nach da vorne rein. Weil der ist ein bisschen... den Risse. Den mache ich mir da vorne rein. Vogt, da ist in Ordnung. Bröker, ja. Passt schon. Zoller, den könnten wir... Ach nee, wir dürfen ja nicht wechseln. Da muss ich den Zoller als Stürmer jetzt im ZM lassen. Ist dann halt so. Ich darf ja nicht wechseln, habe ich gar nicht dran gedacht. Aber jetzt vielleicht so mit dem... Hat er aber irgendwie nicht gewechselt. Ach so, ich glaube, das passiert erst danach. So, vielleicht mit dem Risse, weil er noch ein bisschen pacesiger ist. Ja, komm! Komm! Ach komm, Alter. Wenn die... Da führen die einen schnellen Freistoß ein. Aber alles andere... der ist alles andere als schnell. Helmessa! Hüpp! Und? Schieß doch! Der Dicke muss doch da schon schießen. Was ist jetzt los? Ja, Eckball, ich wollte schon sagen. So, komm, auch noch eine Ecke hier vor der Halbzeit. Und dann können wir mit einem beruhigten 2:1 in die Pause gehen. Ja, der Vogt macht's nämlich jetzt. Unser ZD. Oh, what the fuck. Gut, schießen kann er nicht. Müsste Halbzeit sein. Nein, immer noch nicht. So, jetzt der Marcel da vorne. Da brauche ich jetzt einfach vielleicht mal ein bisschen Pace, um da auch mal durchzustarten. 2:0. Na gut, im Großen und Ganzen, er hatte zwei Chancen, macht halt wieder zwei Butzen. Aber so richtig was aufs Tor habe ich jetzt auch nicht bekommen. Vielleicht der Helm ist die hundertprozentige, wenn er die mal gemacht hätte. Ich muss sagen, der Gegner spielt auch gut. Hintenrum ist er, glaube ich, nicht so der Pro. Aber vorne macht er das ziemlich stark. Das war auch das, was ich mit dem Vergleich meinte. Also du siehst in Liga 2 welche, die nach vorne um einiges schlechter spielen. Liga 1, da kriege ich ja immer, da gebe ich dem Gegner eine Chance, da kriegst sofort einen rein. Aber Liga 2, ja, sollte der definitiv mit der Offensive erreichen. Ich glaube, mit der Defensive wird es bei ihm eng. Weil er hat da schon Lücken gelassen, nur ich konnte es halt überhaupt nicht ausnutzen. Das sollte man vielleicht auch noch dazu sagen. So, Kabay ist nicht schneller, der Risse ist ja ein altes Pace-Monster. Ja, und da laufen wir in Kurzawa rein. So... Ja, zwei Leute gehen drauf. Und da... Boah, was ist... Wie schlecht ist das, Mann? Boah, kommt der zwar noch dran, aber der guckt nur den Ball hinterher. Der guckt nur den Ball hinterher. So, Patrick Helmes. Ja, schade, da muss ich jetzt ins Dribbling gehen, weil keine Leute mehr da waren. Hätte ich vielleicht stehen bleiben sollen. Wäre vielleicht ein bisschen schlauer gewesen. So... Haben wir nicht. Boah, nee, die Verteidigung ist echt nicht so ganz mein Ding. Muss ich mal so sagen. Risse. Ja, der ist zwar unser Pace-Monster, aber auch der braucht dann natürlich ein bisschen mehr Platz. Jetzt hat er vielleicht den Platz. Das ist Marcel Risse. Oh, und dann natzt da nicht rein. Ja, das ist immer mein Problem. Meine Chancenverwertung. Ich meine, der Risse wird als rechter Mittelfeldspieler jetzt auch nicht das beste Finishing haben. Mollo ist pacig, da müssen wir aufpassen. So, spielt er sehr weit zurück. Da ziehen wir mal drauf. Ja, abfangen. Huh, danke dir. Oh, und wenn der auf den Ball zugeht, ich glaube, der Risse war es, dann haben wir den mal abgefangen. Und jetzt bring das Ding mal nach vorne. Boah, bring das Ding mal nach vorne auf den Keeper. Nee, war auch nicht so pralle. Scheiße. Ey, du fängst doch jetzt nicht schon mit Zeitspiel an, doch macht er. Naja, ich will es ihm jetzt noch nicht unterstellen. Ich meine, hintenrum hat er es ja jetzt noch nicht gezeigt. Hat anscheinend echt nur gewartet, bis da wer kommt. So. Schön gewartet. Kommt aber sehr, sehr lucky hier nur an den Ball dran. Und unser Kerl grätscht mal wieder am Ball vorbei. Nee, ich krieg nach vorne überhaupt nichts auf die Kante. Überhaupt nicht. Und deswegen sind wir ja auch verdient hinten. Wie boah, Alter. Lauft ihr. Hört ihr mal auf, vom Ball wegzulaufen? Habt ihr es eben gesehen? Da denke ich manchmal irgendwas mit meinem Controller los. So, jetzt vielleicht mal Konter. Helmes, ja, nicht der schnellste. So, Risse da vorne. Oder da vorne Uca, ne? Nee. Auch nicht so ganz mit dem richtigen Einsatz, den man hier braucht, um hier was zu holen. Ich glaube, da wird es eine Niederlage rieseln hier. Sieht mir sehr stark danach aus. Vor allem, weil die Bälle halt immer so krass durch unsere Abwehr durchgehen. Da kannst du abfangen, wie du willst. Der geht trotzdem durch, der Ball.
Ich habe nicht Kretschen gedrückt und der kretscht, obwohl da gar nichts war. Ich meine, es ist jetzt abseits anscheinend, aber nur weil er seinen eigenen Mann ja dann angeschossen hat, müsste ja so sein, weil der Ball war ja abgefälscht. Oh mein Gott. Nochmal einen rüber. Uca, spiel ihn doch rüber. Abwehr spielt er solider als in der ersten Hälfte, meiner Meinung nach. Hat irgendwie noch... Oh, das ist jetzt noch so ein Vogel, ey. Der so ein seltsames Zeitspiel macht. Kein Abseits anscheinend. Sweat 3:0. Was soll ich dazu sagen? Das ist hochverdiente Führung. Ich kriege hier überhaupt nichts auf die Kante mit dem ersten FC Köln. Nach vorne geht überhaupt nichts. Gar nichts. Also, leider Gottes. Aber er macht mich hier nass. Und das ist auch verdient. Da kann ich überhaupt nichts gegen sagen. Komplett verdientes Ding hier. Gut, wie gesagt, 3:0. Vielleicht 2:0 ein bisschen. Obwohl, ich würde eher sagen 3:1. 3:1 wäre, glaube ich, das fairere Ergebnis. Aber ich meine, ich mache halt meine Buden nie rein. Und die Gegner gegen mich immer. So. Ja, zieh mal. Ja, na, och. Und immer geht der Ball... ja, da ist der Messer auch ein bisschen am Rumholen, aber immer geht der Ball wieder zum Gegner. Das ist in diesem Spiel durchgehend der Fall gewesen. Sobald ich den Gegner mal den Ball abgenommen habe, war er sofort wieder weg. So. Ich würde Köln ja gerne noch einen Ehrentreffer spendieren. Ich weiß gar nicht, ob Köln dann das erste Team wäre ohne Treffer. Jetzt fängt es auch noch an zu lecken hier um Titi. Ja, können wir nochmal abfangen. Und jetzt hier nochmal durchgechippt, aber der Chip ist sogar schlecht. Bröker. Nee, schade. Es tut mir leid, Köln-Fans, dass ich mit euren Jungs hier so scheiße spiele. Aber ich habe da vorne rum überhaupt nichts auf die Kante bekommen. Na gut, hinten ehrlich gesagt bei 3 Gegentoren ja auch nicht unbedingt. Also vorne und hinten ist ein bisschen scheiße gewesen bei mir. Oh, der Gegner geht mir aber sowas von tierisch auf den Sack. Mit seinem scheiß Rumgetribbel da. So, nee. Irgendwie noch den Ehrentreffer holen, aber dann ist das Spiel auch zu Ende, Gott sei Dank. Weil viel Spaß hatte ich bei diesem Spiel jetzt nicht. Ja, jetzt können wir vielleicht noch einmal mit dem Risse durchkommen. Komm, Ehrentreffer, Ehrentreffer, Ehrentreffer. Und da ist er, der Ehrentreffer mit dem Risse. Vielleicht sogar noch der Anschluss, hä? Komm. Das wäre dann noch was für Köln hier. Eine zweite Butze noch hinterher. Aber ich muss ehrlich sein, hier in dem Spiel wäre auch alles andere als ein Sieg für den Gegner gar nicht gerecht. Selbst wenn ich jetzt nur 2 Tore machen würde, wäre es einfach unverdient. Yes. Joa, schade, der Helm ist, Junge. Jetzt hier nochmal alles aggressiv draufgezogen. Na? Ja, und nochmal nach vorne hier durch. Auf den Patrick. Der Patrick pusht sich. Bringt die Flanke irgendwo hin. Oho, und der Uca dübelt das Ding mal über in die Wolken irgendwo. Rubbish. Irgendein Dog ist er. Hüpp, hüpp. Oh, meine Güte, ey. Ich hab da schon so Kanten und hier sieht man das auch schon wieder an der... Jetzt habe ich gerade gelacht wie ein Mädchen, ey. Das fand ich schon ziemlich nice eben. Oh ja, hol dir noch einen Mann ran. Meine Güte, du gewinnst das Spiel doch. Oder macht er jetzt Zeitspiel? Nee. Oder hat er es doch vorgehabt? Ich kann es euch nicht sagen. Oh, die kriegen doch immer einen Ball rausgespielt. Ja doch, ich glaube, jetzt hat er vor, so ein bisschen Zeitspiel zu machen hier. Beziehungsweise den Ball ein bisschen länger zu behalten. Schöner anzusehendes Zeitspiel, will ich mal sagen. Und jetzt hier vorne aber vielleicht nochmal durch. Komm, zweiter Ehrentreffer mit Marcelle. Ja, nein. Nochmal rüber. Das ist der Bröker. Unser alter Bronzemann. Nochmal an die Kante. Und voll daneben gedübelt. Aber ich glaube, es war auch abseits. Ja, war auch abseits. Schade, schade, schade. Nee, da war für Messe hier überhaupt nichts zu holen. Aber ehrlich gesagt, der Gegner hier von der Spielanlage... Ja, muss ich sagen, von der Spielanlage, wie gesagt, nach vorne auf jeden Fall Liga 2 würdig. Nach hinten in der ersten Halbzeit wahrscheinlich eher Liga 3 bis 4. Aber in der zweiten Halbzeit war er dann hinten solider. Aber jetzt auch noch nicht so stark. Also da hätte ich einfach mal mehr Tore machen müssen. Ich meine, man sieht es des Öfteren. Er lässt schon ziemlich große Lücken teilweise. Aber ich kann sie überhaupt nicht ausnutzen.
Aber nach vorne gefällt mir sein Spiel. Er ist fucking eiskalt, wo ich mal sagen würde, das ist ja mit das Wichtigste in FIFA 15. Und er hat mich hier einfach abgeschossen mit 4:1. Und ja, er hat eigentlich jede Chance verwandelt. Na doch, ich glaube, er hat jede Chance verwandelt, die er hatte. Und das eiskalt. Jo. Happy Birthday. Gut, das war mit dem 1. FC Köln, war das jetzt nicht unbedingt was. Habe ich wieder auf den Sack bekommen. Ich glaube tatsächlich, wir schaffen es nicht aufzusteigen. Da sieht man mal, wie ich stärkere Teams brauche, um da oben in Liga 1 und Liga 2 rumzupimmeln. Also mit den Teams würde ich da, zum Beispiel jetzt mit Köln, würde ich glaube ich nicht da hochkommen. Vielleicht nach 20 Seasons, aber wer will das schon? So, komm, noch ein Ehrentreffer. Nee, ich glaube, das bleibt uns vergönnt. Oh, aber die Abwehr, muss ich sagen, ist der größte Kritikpunkt, glaube ich. Obwohl vorne, muss ich ja eigentlich sagen. Was ist jetzt schon wieder los? Ende? Nee, nochmal ein Freistoß. Okay, nochmal alles vorne rein, Jungs. So. Ich würde jetzt schon ganz gerne noch ein Tor machen. Ich glaube, ich spiele den mal flach. Als Pass und lassen durch. Hat sogar geklappt. Hohoho, aber der Kallas, unser IV, der dübelt das Ding mit dem Linken einfach mal komplett über den Kasten drüber. Gut, das Ding hier 4:1, hochverdient verloren. Gegner fucking eiskalt gewesen. Und ehrlich gesagt, nichts gegen die Kölner Jungs, aber ich komme mit so schwachen Spielern dann nicht klar. Es war einfach zu schwach für mich, muss ich einfach so sagen. Das ist vielleicht ein Armutszeugnis für mich, aber nee. Das ging überhaupt nicht in Ordnung. Und wie gesagt, es war halt auch ein verdienter Sieg für den Gegner und kein unverdienter. So. Gut, statistikmäßig sind wir sogar fast besser, aber nur fast, weil er hat nämlich mehr Torschüsse. Und die normalen Schüsse von uns jetzt sind jetzt auch nicht so wichtig. Und Ballbesitz war auch noch vorne. Wie gesagt, das war ein ganz klar verdienter Sieg hier für den Gegner. Und wir fangen uns die dritte Niederlage in der Clubtour. Ja, dann wäre als nächstes eigentlich wieder ein Sieg drin, oder? Ich hoffe es mal. Oh mein Gott. Nee, das es ist wirklich schwer. Ich muss sagen, die Stürmer haben mir überhaupt nicht gefallen. Von Helmes habe ich eigentlich gar nichts gesehen, außer die verpatzte Chance. Uca war schon ziemlich aktiv. Ich glaube, das ist ein Aktivposten, wenn der Rest vom Team stimmt, der echt ganz geil spielen könnte. Wie gesagt, Helmes habe ich überhaupt nicht gesehen. Und den haben wir eigentlich durchgehend auf der Stürmerposi gelassen. Selbst wo Uca dann im ZOM war, habe ich von Uca mehr gesehen als von Helmes. Deswegen würde ich schon sagen, Uca kriegt hier im Sturm den Pluspunkt. Risse war dann im Sturm auch relativ aktiv. Auf RM, LM, ja, die fallen bei mir eh nie auf. Der Vogt, ja, er war solide, aber dann doch eher ein bisschen zu unbehäbig. Ja, war halt ein bisschen dick. Und die Innenverteidigung fand ich echt schlecht. Ihn hier auch, ein Hector. Er, wenn er auf seiner Seite mal gefordert war, war eigentlich da, durch seinen Pace wahrscheinlich. Aber er hier war irgendwie immer out of position. Das heißt, er war irgendwie immer auf der falschen Position. Das erste Tor vielleicht einen Ticken mitverschuldet. Keine Ahnung. Und ja, Innenverteidigung. Ich brauchte aggressive Leute. Und diese beiden Jungs waren überhaupt nicht aggressiv. Der hier war irgendwie wie so ein dickes, trauriges Bärchen da hinten drinne. Und der Kallas, ich weiß es gar nicht. Den habe ich gar nicht so auf dem Spielfeld erkannt. Deswegen will ich da nicht zu viel sagen. Vielleicht hat der schon mal was abgeräumt. Aber den Wimmer, den habe ich erkannt, definitiv. Und der hat mir nicht gefallen. Er hier im Tor, gut, hat nichts gehalten. Aber meistens hat der Gegner relativ eiskalt abgeschlossen. Den letzten kann man vielleicht halten. Der geht unterm Keeper durch. Aber im Großen und Ganzen, nach einem Spiel sollte man eigentlich kein Team bewerten, aber ich muss es ja machen, deswegen mache ich es. Und Kölle-Fans, das ist nichts gegen eure Spieler, aber ich komme mit ihnen nicht klar und das liegt einfach daran, dass ich kein FIFA spielen kann. Lassen wir es mal dabei, dann sind nämlich die meisten ein bisschen zufriedener. Und ja, ich habe hier verdient auf die Fresse bekommen vom Gegner. Und als nächstes kommt, glaube ich, Borussia Dortmund. Das heißt, da müssen wir dann auf jeden Fall Coins aufstocken, weil das wird nichts mit den Coins, die wir aktuell haben. Und da kann ich dann nicht mehr als Ausrede finden, das Team, das war zu schwach. Nee, ich merke es aber wirklich. Ich bin mir sicher, dass ich gegen den Gegner eben mit dem Reus-Team 3 Tore mehr gemacht hätte. Vielleicht hätte ich mir genauso viele gefangen. Naja, nicht genauso viele, weil ich hätte wahrscheinlich irgendwelche Pace-Außenverteidiger gehabt und ein bisschen stärkere IVs. Aber ich bin mir sicher, dass ich vorne mehr genetzt hätte.
Weil er hatte schon gute Lücken, der Gegner, in der Abwehr. Aber ich konnte sie überhaupt nicht nutzen. Und ja, somit, wie gesagt, das Ding verdient verloren. Und damit würde ich sagen, verabschiede ich mich von euch. Es tut mir leid für die Jungs mit den Vereinen, mit denen ich dann verliere und die mir nicht so Spaß gemacht haben. Aber es könnte jetzt natürlich auch sein, ich würde jetzt noch ein Spiel mit Köln machen und auf einmal würden die alles zerreißen. Könnte natürlich sein, aber wie gesagt, jedes Team hat leider nur eine Chance. Und die Chance ging jetzt bei mir ein bisschen in die Hose. Schön auf den Sack bekommen. Gut, ich würde mal sagen, schön, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare. Und kommt mal im Forum vorbei. Link ist in der Beschreibung. Und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Massive. Macht's gut, ciao.